Ich grüße euch zu einer neuen kleinen Folge von Tackle im Fokus. Heute gehe ich mal ganz kurz darauf ein, auf das Thema Rutenhalter und in dem Teil speziell auf Rutenhalter für die Steinpackung. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, Rutenhalter ist Rutenhalter. Ja, vielleicht ist es so, aber bei unserem Fischen hat sich einfach herauskristallisiert, dass gerade wenn man in harter Steinpackung angelt, der Standard-Rutenhalter aus Edelstahl oder Alu einige Nachteile hat, und wir haben deswegen das ein bisschen überdacht, das Thema, haben es modifiziert, und heute möchte ich euch einfach unsere Variante für das Angeln in der Steinpackung vorstellen. Ja, ganz nach dem Motto, einfach und billig muss nicht schlecht sein, haben wir uns hier solche HT-Rohre aus dem Baumarkt umgebaut, modifiziert. Die Teile gibt es in verschiedenen Längen. Also ich habe gefunden eine 50 cm Länge und eine Meter Länge. 50 cm war uns zu kurz. Wir sind auf den Meter gegangen und haben die dann entsprechend eingekürzt. Ja, also einkürzen in dem Fall entsprechend eurer Route, eures Rückgriffes. Und im Endeffekt auch, guckt ein bisschen auf euer Gefühl, wie tief ihr in die Steine rein müsst. Ich kann euch das auch gleich gerne nochmal messen und sage euch, wie lange mein Rutenhalter hier ist. Aber grundsätzlich das Ding in der Meterlänge kaufen, bisschen abschneiden und dann passt das. Also ihr habt es gesehen, ich habe eine Länge von ca. 75 cm. Und das passt optimal für mich. Ich fische die Nazgul und da ist ja egal, ob die 260er oder die 3 Meter, das 3 Meter Modell, der Rückgriff ist gleich lang. Und als kleines Detail kann ich euch noch zeigen, ich habe hier eine Edelstahlschraube reingedreht. Das hat den Grund, dass ich einfach den oberen Teil bis zur Schraube exakt so abgestimmt habe, dass meine Rute da optimal drin steht, dass das nicht zu weit an der Rolle, am Rollenfuß anschlägt, und das ist jetzt für meine Nazgul-Ruten optimal. Ja, und wie weit oder ob ihr eine Schraube verwendet und wie weit ihr die nach unten setzt, das müsst ihr selbst entscheiden und entsprechend eurer Rute eben auch anpassen. Ich würde euch auch empfehlen, das mit der Schraube zu machen, weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr oft das Problem, dass die Rolle quasi fast hier oben drauf sitzt oder die sitzt dann hier oben drauf. Und das kann wiederum beim Biss und beim ganzen Handling einfach zu Problemen führen. Kann man vermeiden, indem man die Schraube reindreht, kostet nicht viel und ist auch nicht viel Arbeit. Noch eine Information, wir haben mal geschaut im Internet, so ein Rohr kostet zwischen 1,50 Euro und 2 Euro im Baumarkt. Und ich habe gesagt, das war jetzt die Meterlänge und der Innendurchmesser ist 50 mm. Ja, also ein ganz einfaches, billiges Teil, was aber in der Praxis wunderbar funktioniert, und das werde ich euch jetzt noch kurz zeigen. Also das Teil ist auf jeden Fall extrem leicht und durch die Materialbeschaffenheit auch ultra robust und flexibel. Diese Teile oder dieses Rohr habe ich jetzt schon bestimmt 2-3 Jahre im Einsatz und dem fehlt nichts. Ich habe es noch abgeklebt mit dem Tape, das ist Geschmackssache, ihr könnt es auch einfach in Grau lassen. Mir hat die Optik halt so besser gefallen und deswegen habe ich es abgeklebt, das hat jetzt keinen erfüllt jetzt keinen größeren Zweck, das ist einfach nur reine Optikfrage. So, und zur Anwendung, ganz klar, Steinpackung, wir haben viele unterschiedlich große Steine und dieses Rohr kann man wirklich in jeden Spalt, den man so findet, reinstecken. Man muss natürlich gucken, dass der Rutenhalter nach vorne ein bisschen fixiert ist, dass er halt, wenn er Druck bekommt, nach vorne nicht wegrutschen kann. Aber solche Spalte findet ihr millionenfach in der Steinpackung. Und dann, wenn das Rohr drin steckt, einfach noch ein paar Steine drumherum legen, damit es halt noch ein bisschen mehr Stabilität bekommt. Und so ist es schon fertig. Ja. Und wie gesagt, das Ding ist leicht, stabil und hat sich optimal bewährt. So, also der Rutenhalter steht bombenfest. Und jetzt ganz klar, kommt die Rute rein. Ihr seht, durch die Anschlagschraube haben wir hier ein bisschen Platz zwischen Rolle und Rutenhalter. Und das Schöne an diesem Rohr ist einfach, dass sich jetzt den in der Steinpackung fixiert
und kann im Prinzip die Rute jetzt in alle gewünschten Richtungen, Positionen ausrichten. Und das ist ja oftmals das Problem. Wir haben halt einen entsprechenden Schnurwinkel, der hängt halt davon ab, wo der Rutenhalter steht und wo letzten Endes auch die Montage sitzt. Wenn wir am Ufer quasi umgelenkt oder die Schnur nochmal hochgenommen haben, würde die Rute dann eher so stehen. Wenn wir geradeaus in die Strömung reinangeln, würde sie eher so stehen. Und ihr seht, ich kann mit dem Rohr jeden gewünschten Winkel von der Rolle anpassen. Und es ist immer eine ganz saubere Druckverteilung. Wenn die Rute nach vorne geht beim Biss, haben wir immer den maximalen Druck. Das Rohr gibt jetzt hier, ihr seht das, ein bisschen nach. Aber da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das hält den härtesten Biss aus. Das ganze Material ist natürlich, weil es ja, ein PVC-Material ist, ein bisschen flexibel, aber absolut robust und haltbar. Also da passiert gar nichts. Ja, und es macht ja auch für das Fischen und auch für den Biss nichts aus, wenn das ganze System ein bisschen nachgibt. Die Rute ist sowieso flexibel und von daher federt das einfach sauber ab. Ja. Der Hauptunterschied, das könnt ihr ja jetzt hier sehen, ich habe jetzt mal hier einen meiner Standardrutenhalter daneben gehalten, die ich jetzt bei weichen Böden benutze oder bei Sand, wo ich den einfach entsprechend meines Schnurwinkels eintreiben kann. Dann macht so ein Teil natürlich Sinn. Wenn ich jetzt hier die Rute reinstelle und dann seht ihr, ich bin jetzt auf einen Winkel festgelegt und in den Steinen haben wir einfach das Problem, dass wir diese Standardrutenhalter, die ja unten meistens irgendeine Form von Schwert haben, die können wir in den Steinen meistens nur in eine Position verankern. Und das ist eigentlich immer genau die Position, die wir nicht gebrauchen können. Also meistens ist es so, so würde der dann passen. Ich stelle die Rute rein, will auf der Packung umlenken, so, und dann steht die irgendwie so drin. Und das kann dann natürlich beim Biss dazu führen, dass das abrutscht und im schlimmsten Falle die Rute einen Abgang macht. Ja? Ja, ganz klar. Ich meine, ihr könnt das jetzt nicht nachvollziehen. Ich habe jetzt beide Teile in der Hand und der Unterschied hier von unserem HT-Rohr zu einem Edelstahl-Rutenhalter ist schon extrem auffallend. Die Dinger sind wirklich federleicht. Ich weiß nicht genau, wie viel so ein Teil jetzt wiegt, aber es ist auf jeden Fall komplett leicht. So, also ihr seht, die Rohre machen für die Packung auf jeden Fall Sinn. Und jetzt könntet ihr euch natürlich fragen, warum hat er jetzt aber auch noch einen Standardrutenhalter dabei. Das ist ganz einfach, wenn wir losgehen zum Fischen, sind wir selten so festgelegt auf einen bestimmten Platz, dass wir von vornherein sagen, wir brauchen jetzt nur die Variante oder die andere Variante. Deswegen haben wir immer beides dabei und so können wir halt einfach flexibel, je nachdem welchen Platz wir angeln, reagieren. In der Steinpackung unser Rohr, bei weicheren Böden, Sand, Lehm, immer sowas, ja. Also ist ja klar, erklärt sich selbst, sowas bekommt ihr in Lehm- oder Sandböden schwer rein, wohingegen das dann wieder damit wunderbar funktioniert. Ja, das war es jetzt schon von mir aus der Steinpackung. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video wieder ein bisschen inspirieren, vielleicht auch für euer eigenes Angeln solche Rutenhalter einzusetzen. Wie gesagt, die sind leicht, sehr billig und ganz einfach in der Anwendung. Ich würde einfach sagen, geht ans Wasser, fangt eure Fische, egal mit welchem Rutenhalter. Wichtig ist nur, dass ihr rauskommt. Ich sage einfach ciao, bis zum nächsten Video hier bei Tackle im Fokus auf dem Clan Silur-Kanal. Bis bald und macht's gut. Ciao.